Wenn die Strecke AD ein Durchmesser des Kreises ist, wenn der Abstand zwischen A und B derselbe ist wie der Abstand zwischen B und C und wenn die Öffnung des Winkels WCA 27 Grad beträgt, was ergibt dann die Öffnung des Winkels CAD? Die Öffnung des Winkels BCA beträgt 27 Grad. Und was wir suchen, das ist die Öffnung von diesem roten Winkel CAD. Da das Dreieck ABC gleichschenklig ist, muss der Winkel BAC genau dieselbe Öffnung haben wie dieser Winkel BCA. Das sind die zwei Basiswinkel von diesem gleichschenkligen Dreieck. Und da die Summe der Innenwinkel dieses Dreiecks 180 Grad beträgt, muss der Winkel ABC gleich sein zu 180 Grad minus 27 Grad minus 27 Grad, das heißt 126 Grad. Dieser blaue Winkel mit Spitze B ist ein Umfangswinkel, der diesen roten Kreisbogen einschließt. Der entsprechende Zentriwinkel, das ist dieser blaue Winkel, und dessen Öffnung muss genau doppelt so groß sein wie die Öffnung von diesem Winkel. Also die Öffnung von diesem blauen Winkel beträgt das Doppelte von 126, also 252. Um zu kennzeichnen, dass hier dieser Außenwinkel gemeint ist, habe ich ein doppeltes Hütchen auf AOC gesetzt. Der Winkel AOC, das ist 360 Grad minus 252 Grad, also 108 Grad. In dem Dreieck AOC haben wir diese beiden Winkel, aber dieses Dreieck AOC ist ein gleichschenkliges Dreieck, denn die Länge von A bis O, das ist der Radius des Kreises, und die Länge von O bis C auch. Da dieses Dreieck gleichschenklig ist, müssen die Basiswinkel dieselbe Öffnung haben. Und durch die Summe dieser drei Innenwinkel im Dreieck AOC wissen wir also, dass der gesuchte Winkel CAD, dieser rote Winkel hier, dasselbe sein muss wie 180 Grad minus diese 108 Grad geteilt durch 2. Dieser Bruch ergibt sofort 36 Grad. Die richtige Endantwort auf die gestellte Frage ist also A. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.